بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich kurz über die Scheinargumente derjenigen reden, die Terroranschläge wie den Terroranschlag in Istanbul an die Touristen legitimieren, die Anschläge wie beispielsweise in Paris legitimieren mit Versen oder Hadithen, die sie aus dem Koran oder der Sunna selektieren. Und ich möchte erstmal sagen, diese Aufnahme ist vor allen Dingen für diejenigen, die mit solchen Taten sympathisieren, die solche Taten gut finden, die glauben, dass so etwas richtig ist. Ich möchte sie hier mit davon überzeugen, dass das falsch ist. Ich möchte mich kurz halten, kurz, bündig, so dass es klar und deutlich wird und auch für jeden verständlich ist, ohne zu tief in gewisse Sachen reinzugehen und vom Kern der Sache abzulenken. Dies vor allen Dingen darum, ich möchte vor allen Dingen darüber reden, um die Leute davon abzuhalten und diejenigen, die das hier hören, davon abzuhalten und denjenigen, die Leute kennen, die so denken, Argumente zu liefern, um diejenigen, die so denken, abzulenken. Ich verspreche mir nicht davon, dass irgendwie morgen in Medien stehen wird, Applaus, Pierre Vogel hat etwas Gutes gemacht, da müsste ich bekloppt sein. Und ich möchte sie davon abhalten, diejenigen, die da glauben, dass es richtig ist, weil ich glaube, dass das erstmal eine Sache ist, die haram ist, das heißt, die ihnen schadet, die den Muslimen schaden, die eine Sünde für sie ist und die im Endeffekt einen großen Schaden für die Muslime bringt. Und wenn man sich diesen kurzen Vortrag anhört, der sehr kurz sein soll, dann möchte ich an jeden appellieren, zuzuhören mit Ehrlichkeit, Objektivität und jede Emotion auf Seite, jede Emotion beiseite zu lassen. Ja, weil es wird dann oft gesagt, ja, warum redest du nicht über diese oder jene Schandtat, die beispielsweise die USA gemacht hat, die die Sowjetunion, die durch Russland gemacht wurde, etc. Es geht darum, dass wir uns selber verbessern. Was andere Verbrecher machen, ja, das ist für mich weniger wichtig, weil ich bin sehr pragmatisch und versuche dort etwas zu verändern, wo ich etwas verändern kann. Ich kann nicht alles verändern. Und ob ich heute gegen die Schandtaten der Russen spreche, die Kindergärten, Krankenhäuser etc. bombardieren, Schulen bombardieren, Kinder töten, das wird die Russen in keinster Weise irgendwie davon abhalten, weiter so zu machen. Jeder tut das, was er kann. Ich bin ein begrenzter Mensch und ich glaube, dass der Schlüssel zur Verbesserung dieser Umma vor allem bei uns selber liegt und nicht bei anderen. Und der Schlüssel, der dazu führt, dass wir uns selber verbessern, ist vor allem, dass wir die Religion besser verstehen. Wie gesagt, ich möchte nur kurz über diese Sachen reden und es geht mir in dem Vortrag nur um die Argumente, die Terroranschläge legitimieren. Das ist sehr wichtig, weil wir müssen an einem Thema festhalten. Es geht also nicht darum, ob es Dschihad gibt im Islam. Es geht nicht darum, was die Bedingungen von Dschihad sind. Es geht nicht um den Sinn, Zweck, um die Ziele des Dschihads. Es geht nicht darum, wann es Dschihad gibt, sondern es geht vor allem darum, ob diese Methode, die Dschihad genannt wird, wirklich eine legitime Methode nach Koran und Sunna ist. Darum geht es. Nichts anderes. Und dafür ist deswegen das sehr, sehr wichtig, weil ansonsten kommt mir nachher jemand mit irgendeinem Vers, ja, aber guck mal, hier steht ein Vers von Dschihad. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob es etwas über Dschihad gibt, ob es eine Bedingung für Dschihad gibt, etc. Es geht einzig und allein um das Thema und ich möchte, dass ihr wirklich, wenn ihr objektiv seid, daran festhaltet, ob solche Anschläge richtig sind. Wie beispielsweise in Paris, wo jemand, ungeachtet ob da Muslime, Nicht-Muslime, Männer, Frauen, Kinder sitzen, einfach in eine Menge reinschießt. Oder wie beispielsweise jetzt in Istanbul, man weiß ja noch nicht, ob es ein Muslim gewesen war, zumindest nach meinen Informationen weiß man das noch nicht, ja, wo einfach sich in einer Menge von Touristen, die sich vielleicht die blaue Moschee anschauen wollen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wo einfach eine Bombe
hochgibt. Ja, darum geht es. Ist das islamisch legitim? Ja. Es ist oft so, dass gerade IS-Anhänger denken, dass sie die einzige Wahrheit haben und jeder, der etwas anderes sagt, insbesondere in Dschihad-Themen, einfach nur ein Schleimer ist, der eingebrochen ist oder jemand ist, der keine Ahnung hat. Das ist mir vor allen Dingen aufgefallen bei dem Interview von Herrn Todenhöfer mit dem gewissen Christian Emde aus Solingen, als er dort ganz selbstbewusst von sich gegeben hat, mit, und das sage ich, hat schon etwas arrogant gewirkt, so, ja, wir werden alle abschlachten, wir werden alle töten, außer die Christen und die Juden, die Jizya bezahlen. Und es gibt dann noch einige Gelehrte, die sagen, auch die Majus können Jizya bezahlen. Das heißt also, er spricht hier, er ist extra vom IS ausgewählt worden, um ein Interview zu geben, wo der IS daran interessiert ist, dass das andere hören. Und er ist ganz selbstbewusst und erzählt ganz selbstbewusst, ja, es gibt einige Gelehrte, die sagen auch die Majus, die Feueranbeter, die können auch die Jizya bezahlen. Erstmal, ich weiß nicht, wer diese einigen Gelehrten sind. Jedenfalls Ibn Rushd, Bedeat al-Mujtahid und Ibn Qudama in al-Mughni sagen, dass ein Ittifaq gibt. Ittifaq, das heißt eine einstimmige Meinung unter den Gelehrten, dass Juden, Christen und Majus, also dass da keine Meinung zwischen ihnen gibt, die Jizya bezahlen können. Aber er ist jetzt ganz selbstbewusst und ist sich voll überzeugt von seiner Sache, dass also es einige gibt. Da gibt es so ein paar davon, so wird das dargestellt. Fakt ist, Abu Hanifa sagt, dass die Jizya von allen angenommen wird, von allen Religionen, außer von den Christen auf der arabischen Halbinsel. Ja, also das heißt, Abu Hanifa widerspricht schon mal dem IS. Imam Malik sagt, dass er von allen angenommen wird, außer Murtadin, Jizya. Al-Awza'i sagt, wird von allen angenommen, außer Murtadin. Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah sagen, es wird von allen angenommen. Imam Shafi'i sagt, von Juden, Christen, Majus wird angenommen. Und Ahmed ibn Hanbal sagt, und das kann man zum Beispiel in Manaa Sabi lesen, von Juden, Christen, die ihn ähneln, und von Majus oder Leute, die etwas Ähnliches wie ein Buch haben. Das heißt, hier widerspricht der IS ganz klar und deutlich Meinungen von den vier Imamen, ja, und verkauft das so, als wenn das die Meinung der Muslime war. Ja. Viele Sachen, die sehr, sehr seltsam sind, aber sie sind sich halt sehr überzeugt, und ich möchte erstmal auf eine Grundlage eingehen. Die Grundlage ist erstmal, es gibt zahlreiche Hadithe, die es verbieten, wo der Prophet es verboten hat, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten, Menschen zu töten, die sich beispielsweise nur mit dem Gottesdienst beschäftigen, wie zum Beispiel in einem Klosterleben etc., die sich also nicht mit dem Krieg beschäftigen. Ja? Hier haben wir zum Beispiel in Sunan Abi Dawud, Kapitel 967, da sind alleine 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Hadithe über das Töten von Frauen, Kindern etc. Ja? Dann habe ich hier Muwatta Imam Malik, Kapitel 227, da ist auch 1, 2, 3, da sind auch wieder 4 Hadithe, die es verbieten, Frauen, Kinder etc. zu töten. Ja? In Bukhari, Muslim, das heißt, so viele Hadithe diesbezüglich. So, und prinzipiell gibt es auch Koranverse, die das verbieten. Zumindest die Interpretation davon. Und ich habe hier Tafsir im Kathir, und zwar Vers, Suche 2, Vers 191, von dem dann natürlich behauptet wird, dass der Mann sucht. Ja? Und das wird auch von einem Salaf gesagt, aber das ist die Meinung, die Ibn Taymiyyah nicht bevorzugt, sondern Ibn Taymiyyah sagt, dass nicht man sucht, nur mal so nebenbei. Zerim al-Maslul beispielsweise. Hier,
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. Übertretet nicht, kämpft gegen die, die gegen euch kämpfen, aber übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Ja, das heißt, ey, قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك اتكراب المناهي كما قاله الحسن البصري من المثل والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا راعي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وصعب الصوامع وتحريك الاشجار وقتل الحيوان لغير مصلحه. Das heißt, hier wird dann von Hassan al-Basri erwähnt, der von den Schülern der Sahaba war, dass hiermit gemeint ist, unter anderem, ich erzähle jetzt nur einige Sachen, weil ich mich kurz halten will, dass man also keine Leute töten, dass die mit dem Krieg nichts zu tun haben. Das heißt, im Analogieschluss dazu in der heutigen Zeit, wer sich nicht am Krieg beteiligt, wird auch nicht getötet. So, hier erwähnt er dann alte Männer, Kinder, Frauen, Mönche, ja, oder Leute, die in sogenannten Gotteshäusern leben. Selbst Bäume darf man nicht verbrennen oder Tiere, ohne dass ein Nutzen hat. So, das ist hier, in das Ibn Kathir wird das erwähnt. Und dann werden hier auch Hadithe erwähnt. Dann wird hier steht zum Beispiel, ja, وكما قال ذلك ابن عباس وعمر عمر عمر عبد العزيز ومقاتل الحيان وغيرهم. Und so hat, und das hat Ibn Kathir, und so hat es zum Beispiel Ibn Abbas gesagt, und Amr ibn Abdulaziz, und Muqatil ibn Hayyan und andere. Und لهذا جاء في Sahih Muslim, und das gibt es in Hadith, in Sahih Muslim, Al-Buraida, ja. Und da wird dann auch erwähnt, dass man halt so keine Kinder und Leute, die sich also vom Kampf entfernen, wie zum Beispiel, also Leute, die in der Moschee, beispielsweise in einem sogenannten Gotteshaus leben, also sich vom Kampf entfernen, wie Mönche etc., dass man davon Abstand nehmen muss. Und andere Hadithe diesbezüglich, nur um das kurz zu erwähnen, das ist wie gesagt aus dem Koran die Erklärung des Verses 291. So, das heißt, wir haben Hadithe im Bukhari, Muslim, Hadithe in Muwatta Imam Malik, Sunan Abi Dawud, viele Hadithe, die diese Art verbieten, die verbieten, Unschuldige zu töten, Menschen, die nicht am Krieg beteiligt sind. Im Analogieschluss sagen wir dazu, heutzutage ist es so, dass es eine Berufsarmee gibt. Damals waren die Männer, die erwachsenen Männer, die Kämpfer, die waren praktisch die Armee gewesen. In der heutigen Zeit ist es so, dass es eine spezifische Armee für solche Sachen gibt. So, und deswegen, im Analogieschluss, sagt man dann dazu, dass es verboten ist, solche Leute zu töten. Wie gesagt, das erstmal dazu, das ist jetzt die Grundlage. Das heißt, jetzt geht es um die Frage, wie kommt man jetzt dazu, den Koranvers, die Aussage von Tabi'in, die Aussage von Sahaba und so viele zahlreiche Hadithe, die es verbieten, diese Personengruppen gezielt anzugreifen, wie kommt man dazu, was erlaubt man sich, um sich das trotzdem schön zu reden? Okay. Erstens, Sure 2, Vers 194. Man wird jetzt sich jetzt wundern, das ist eigentlich das Hauptargument. Das ist das Hauptargument. Sure 2, Vers 194. فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَأْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Wer gegen euch übertritt, so soll ihr gegen ihn in gleicher Weise übertreten. Und dann wird gesagt, schau, die töten unsere Kinder, die töten unsere Frauen, die töten unsere Männer, also übertreten wir in gleicher Weise gegen sie. Das wird von denen gesagt, das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, der sich mit dem Thema nicht auskennt, denn es wird nicht gesagt, ja, die darf man einfach töten, sondern es wird gesagt, da unsere Frauen getötet werden, dürfen wir auch ihre Frauen töten. Das wird von diesem Vers abgeleitet. Erstmal die Übersetzung von Bubenheim. Ja, wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr im gleichen Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Dann hier Mohammed Assad. Darum, wenn irgendjemand Aggression gegen euch begeht, greift ihn gerade so an, wie er euch angegriffen hat. Dann Rudi Parat, Nicht-Muslim. Ja. Wenn nun einer gegen euch Übergriffe begeht, dann zahlt ihn mit gleicher Münze heim. Das heißt, wir haben hier einen allgemeinen Vers und wir haben spezifische Hadithe. Und wir haben auch noch einen allgemeinen Vers, der es verbietet. Wir haben spezifische Hadithe, die es verbieten, und es wird mit einem allgemeinen Vers, werden die spezifischen Hadithe außer Kraft gesetzt. Es gibt eine Regel.
Wenn wir eine allgemeine Aussage haben, dann wird die allgemeine Aussage im Lichte der spezifischen Aussagen betrachtet. Aber schauen wir uns das mal an hier, worum es hier überhaupt geht. Weil es wird dann immer diese eine Stelle von dem Vers genannt, ohne den Anfang des Verses und den Kontext des Verses zu nennen. Hier. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die unantastbaren Dinge ist Wiedervergeltung. Das heißt, es gab vier Schutzmonate, in denen das Kämpfen verboten war. Rajab, Muharram, Dhulqa'da, Dhulhijja. Das heißt, wenn die gegen euch übertreten in diesem Monat, gegen euch kämpfen, dann könnt ihr auch gegen sie kämpfen. Das ist hier, was gemeint ist. Und hier gibt es einen schönen Kommentar von Mohammed Asad, ja, wo dann hier steht, darum, wenn irgendjemand Aggression gegen euch begeht, greift ihn gerade so an, wie er euch angegriffen hat. Aber bleibt euch Gott bewusst und wisst, dass Gott mit jenen ist, die sich seiner bewusst sind, die ihn fürchten. Hier, kämpft während der heiligen Monate, wenn ihr angegriffen werdet. So übersetzt ihr den Anfang davon. Ja? Buti Paret übersetzt den Anfang davon so. Ja? Der heilige Monat für den heiligen Monat. Auch die Sakra fallen unter das Gesetz der Wiedervergeltung. Das heißt, darum geht es hier. So. Und dann wird gesagt, ja, aber Ibn Uthaymin, Sheikh Uthaymin hat in der Fatwa XY gesagt, ja, dass das bedeuten würde, dass man auch die Frauen und Kinder töten darf. Das heißt, wir haben Aussagen, die klar vom Propheten a.s. sind, ja, und die klar der Fitwa ansprechen. Da haben wir von einem Gelehrten, der ein großer Gelehrter ist, und das ist, wird meistens so gemacht von Leuten, die abweichen, dass man sich von irgendeinem Gelehrten irgendwo eine Aussage raussucht und sie dann benutzt. Es ist sehr verwunderlich, dass gerade der IS, der die Schüler von Ibn Uthaymin als Munafikun sieht, dass sie jetzt eine Aussage von Ibn Uthaymin nehmen, rahimahullah. Denn Ibn Uthaymin hat eine andere Aussage in einer anderen Fatwa, wo er sagt, dass solche Anschläge, ja, die macht keiner, der Verstand hat, geschweige denn ein Gläubiger. Das ist eine andere Aussage von Ibn Uthaymin. Und dann, warum greift man hier auf die Aussage von Ibn Uthaymin zurück und greift nicht auf den Gelehrten Al-Qurtubi zurück, der in seinem Tafsir, und das kann jeder nachschlagen, sagt, dass damit eben nicht gemeint ist, dass wenn sie die Kinder oder Frauen etc. töten, dass man dann ihre Frauen und Kinder töten darf. So. Warum nicht? Weil es ein Grundprinzip im Islam gibt. Was ist das? La taziru waziratun wizra ukhra. Surah 17, Vers 15. Keine Last trage Seele, trägt die Last einer anderen. Wenn mir jemand wehtut, dann gehe ich nicht hin und bestrafe seine Frau, weil er mir wehgetan hat. Sondern er muss bestrafen, weil seine Frau kann ja gar nichts dafür, dass er mir wehgetan hat. Ja, wir sind nicht beim Gesetz. Ja, wie gesagt. Auf jeden Fall das erstmal dazu. Das heißt, hiermit befindet man sich auf äußerst dünnem Glatteis, das müsste eigentlich jedem klar sein, dass dieser Vers überhaupt nicht zur Legitimation vom Töten von Kindern, Frauen, Unschuldigen etc. benutzt werden kann. Ja, also, und es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man daran festhalten kann. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob Leute einfach Mordlust haben. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Dann Demokratie. Dann wird gesagt, ja, heute ist das anders. Achso, übrigens, ich will auf eine Sache eingehen, weil es gibt dann Gelehrte, die sagen, die Mahdi ibn Zimmer, Durey ibn Zimmer, der wurde bei der Schlacht von Hunayn getötet, der war schon ein Greis gewesen. Durey ibn Zimmer war jemand, der im Krieg mit seinen Meinungen teilgenommen hat, das heißt, der Ratschläge für den Krieg gegeben hat. Das heißt, der eigentlich mit am Krieg beteiligt war. Selbstverständlich, wenn eine Frau mit dem Maschinengewehr vor dir steht, in einer Kriegssituation bei einer Schlacht, dann wird keiner sagen, ja, es ist ja verboten, eine Frau zu töten. Die steht mit dem Maschinengewehr vor dir. Okay? Das nur dazu. Dann wird gesagt, wie gesagt, wir leben in der Demokratie, die Leute geben ihre Stimme für den Krieg, also können die auch abgeschlachtet werden. Erstmal, der Prophet hat in Situationen, wo die Einzelperson mehr Einfluss auf die Politik, die Kriegspolitik der Götzendiener beispielsweise hatte, in solchen Situationen hat er es verboten, diese Personengruppen zu töten,
Wie ist es dann erst in einer jetzigen Situation? Außerdem zeigt das, dass man ein falsches politisches Verständnis hat, denn bei einer Wahl geht es nicht um eine Volksabstimmung, ob Krieg geführt wird oder nicht. Würde es heute eine Volksabstimmung in Deutschland geben, ob Deutschland sich an einem gewissen Krieg beteiligt, dann würde die Volksabstimmung höchstwahrscheinlich dagegen stimmen, gegen den Krieg. So. Dann wird gesagt, es gibt keinen Vertrag. Können wir wieder darauf antworten. Erstmal, Abu Hanifa sieht die Sachen sowieso schon mal von vornherein anders. Das heißt, die Grundlage bei ihm ist nicht der Krieg, und das ist ein großer Gelehrter des Islam selbstverständlich. Aber selbst wenn wir sagen, es gibt keinen Vertrag oder die Verträge sind nicht nötig, wir haben ja gesagt, das Thema, worum es geht, ist, ob solche Anschläge erlaubt sind. Der Prophet a.s. hat es verboten, diese Personengruppen zu töten, in Zeiten, wo es keinen Vertrag gab. Von daher hiermit zu argumentieren, dass er keinen Vertrag gibt, ist absolut falsch. Denn die Hadithe, die es verbieten, diese Personengruppen zu töten, wurden in einem Kontext gesagt, wo man in einer Kriegssituation mit Leuten war, mit denen man keinen Friedensvertrag hatte. Die keine Ahnung Zimmer waren, die keine Musta'minun waren und die keinen Vertrag hatten. Dann wird so genannt, dass bei der Schlacht von Hunayn bzw. von Ta'if, ja, bei der Schlacht von Ta'if, dass mit einem Katapult geschossen wurde und Frauen dazwischen gelaufen sind und dass dann gesagt wurde, sie gehören zu ihnen. Okay, ganz einfach. Und das sagt übrigens Anwar al-Awlaki in seiner Erklärung von der Schlacht von Ta'if. Ja, dass es hier darum ging, dass es gezielte Aktionen gegen das Militär waren und nicht beabsichtigt wurde, die Frauen zu töten. Jetzt wird jemand sagen, ja, bei dem Anschlag so und so, ja, sind ja auch nicht ist auch nicht beabsichtigt worden, Frauen zu töten. Ja, warum sind dann genauso viele Frauen getötet worden wie Männer? Warum wurde überhaupt gar kein Unterschied gemacht? Und außerdem haben wir gesagt, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es nicht mehr so ist wie damals, wo jeder erwachsene Mann, der sich nicht abgewandt hat, der sich nicht als Mönch beispielsweise gelebt hat, ein Kämpfer gewesen ist. Deswegen wird in einigen Hadithen auch der Mönch ausgenommen. Der Ashabu Sawamia, das heißt die Leute, die nur mit Gottesdienst sozusagen, mit ihrem falschen Gottesdienst beschäftigt sind, warum werden die ausgeschlossen? Warum gehören die zu den Leuten, die nicht getötet werden sollen, wenn es hier um einen Vertrag geht oder wie bei der Sache mit dem Katapult? Das heißt, die Situation mit dem Katapult ist eine ganz andere Situation. Wir haben hier eine feindliche Armee und hier die muslimische Armee. Und jetzt gibt es einen Kollateralschaden, wo auf einmal eine Frau dazwischen läuft, die vielleicht selber auch eine Kämpferin ist. Also absolut falsch. Dann geht es um den Nachtkampf. Nachtkampf, dass im Nachtkampf beispielsweise beim Häuserkampf keine Lichter gewesen und da wurde dann eine Frau getötet, der Prophet sagte, sie gehörten zu ihm. Er hat hier nicht gesagt, es erlaubt, Frauen zu töten, sondern diejenigen, die aus unbeabsichtigt bei einer Kriegssituation mit einer Armee eine Frau getötet haben, die wurden nicht dafür bestraft. Aber dieser Hadith, ja, der hebt die anderen Hadithe nicht auf. Das heißt, warum nimmt man sich diesen Hadith mit den Nachtschlachten, aber man nimmt die anderen dutzenden Hadithe nicht? Warum? Warum nimmt man sich diesen Hadith, hält daran fest, um Menschen zu töten, die eine Moschee besichtigen wollen, um Menschen zu töten, die irgendwo im Café sitzen, was uns vielleicht nicht gefällt, oder in einem Konzertsaal sind, was uns nicht gefällt, ja? Warum nimmt man diesen Hadith dazu und warum lässt man alle anderen Hadiths auf Seite liegen? Wisst ihr, was das ist? Das ist die Baulhauer. Das Folgen von Gelüsten ist das. So. Das heißt, die Schlussfolgerung, ich möchte, dass sich jeder darüber Gedanken macht. Es tut mir leid. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie man solche Argumente, und bitte heb mir heute die Hand hoch, falls du noch mit solchen Sachen wirklich sympathisierst, heb mir heute die Hand und sag, oh Allah, zeig mir die Wahrheit als wahr und hilf sie mir zu befolgen und zeig mir das Falsche als falsch und hilf es mir zu vermeiden. Wie kann man mit diesen Argumenten es erlauben, ja, Kinder zu töten, Frauen zu töten, Männer, die nichts mit einem Krieg zu tun haben, zu töten,
die vielleicht in ein islamisches Land gehen, am Strand liegen, vielleicht sogar eine positive Einstellung zu den Muslimen haben, sonst wären sie nicht in die Türkei gefahren. Beispielsweise. Und man macht doch, und übrigens nur mal nebenbei, es wird ja auch kein Unterschied zu Muslimen gemacht. Wie viele Muslime sind in Frankreich getötet worden, in Paris? Es wurde ja einfach in die Menge reingeballert. Ach ja, die sitzen im Café, sind ja keine Muslime. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das? Was Khawarisch ist das? Ganz klar. Deswegen, man soll sich wirklich was schämen, soll man sich. Man soll sich wirklich schämen, mit solchen Sachen zu argumentieren. Und dann auch noch sauer werden, wenn man was dagegen sagt. Wie lange soll man das noch angucken? Dann kommt man mit irgendwelchen hilflosen Argumenten, ja, man möchte sich bei den Kuffar einschleichen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das jetzt sage, man wird mich noch mehr bekämpfen als vorher, weil das will man gar nicht zulassen, dass jemand mit Bart dagegen redet. Ich rede nicht für Frau Merkel dagegen. Die kann den Puppel runterrutschen. Und der ganze Verfassungsschutz mit ihnen zusammen. Es geht hier um die Wahrheit. Sura 2, Vers 194. Ja? Wenn sie gegen euch übertreten, übertretet gegen sie im gleichen Maß, im Kontext herabgesandt worden von, was? Von den verbotenen Monaten, in denen das Kämpfen nicht erlaubt ist. Und wie gesagt, Qurtubi redet dagegen. So, warum nimmt man sich jetzt hier eine Meinung, wo Sheikh Hussein einmal etwas gesagt hat, warum nimmt man nicht die Meinung von Qurtubi? Warum geht man nicht nach dem Grundprinzip des Korans, keine Last tragen, die Seele trägt die Last einer anderen? Demokratie haben wir widerlegt. Früher hatten die Leute mehr Einfluss auf die Politik und trotzdem war es verboten, diese Personengruppen anzugreifen. Was meint ihr? Habe ich eben schon gesagt. Kein Vertrag, haben wir schon gesagt. Die Hadiths wurden alle herabgesandt, er sitzt schon, muss keinen Vertrag ab. Ganz sicher keinen Vertrag. Wir brauchen jetzt gar nicht darüber zu reden, ob es einen Vertrag gibt oder nicht. So weit brauche ich gar nicht zu gehen. Hier, Katapult, haben wir gesagt. In einer Kriegssituation, in einer Schlacht, ja, wo unbeabsichtigt eine Frau getroffen wird, die könnt euch Anwohner auch nicht hier anhören, weil das ist ja jemand, den ihr respektiert. Dann Nachtkampf, haben wir auch darüber geredet. Warum nimmt man sich diesen Hadith und lässt die anderen alle auf Seite fallen? Schlussfolgerung ist, man muss von solchen Taten, muss man sich fernhalten. Man muss solche Taten verhindern. Solche Taten sind haram, da bin ich von überzeugt. Und schaden den Muslimen. Und deswegen bitte ich jeden Muslim, die Hände zum Himmel zu heben, Allah um Hilfe zu bitten. Und man soll sich nicht so viel Naschid anhören, ja, der einen auf die Palme bringt oder irgendwelche Bilder angucken. Ja. Lieber mit Wissen beschäftigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Alles was richtig war von Allah und alles was falsch war, war vom Shaitan und meiner eigenen Seele. Assalamu alaikum.